Der Kreissportbund Barnim präsentiert die musikalische Mitmachshow Medizin nach Noten mit dem Sportentertainer Karl-Heinz Wendorf alias Karl von Bredin. Medizin nach Noten, ja, so heißt die tolle Show. Medizin nach Noten macht uns stark und macht uns froh. Turnen, spielen, tanzen, jeder grad so wie er's kann. Ist Medizin, die uns fit macht, wir haben Spaß daran. Die Medizin, die gefällt uns, drum fangen wir gleich an. Hallo liebe Kinder, ich begrüße euch herzlich hier aus dem schönen Eberswalde am Fenokanal. Und lieber Barnecke, einen kleinen Moment haben wir noch, denn wir müssen uns ja erst warm machen. Und ich möchte unseren Mitmachern zu Hause an den Geräten vorstellen, mit wem wir heute gemeinsam diese Show präsentieren. Da ist die Yvonne. Yvonne ist eine sehr erfolgreiche Turnerin. Die kann also ganz tolle Sachen am Stufenbahn, am Balken, am Boden und so weiter und so fort. Und sie war oftmalige Meisterin und heute ist sie eine ganz erfolgreiche Übungsleiterin oder Trainerin. Dazu haben wir das Lieblingsmaskottchen aller Kinder, nicht nur im Land Brandenburg ab morgen, denn ihr lernt ihn kennen. Das ist unser Barnecke, ein bekannter und beliebter Maskottchen, wie man es gerne hat. Und das Maskottchen will ganz schnell mal einen Wettbewerb mit euch machen. Stell dich mal dort vorne hin und versucht mal in diesen Korb zu treffen. Und Barnecke, du bist der Schiedsrichter, du machst vor, du stehst ja fast im Korb drin. Das klappt wunderbar. Ja, ihr trefft ja sogar alle. So, das ist es. Aber wie gesagt, das können wir eigentlich nicht machen, weil wir ja noch nicht warm sind. Und da frage ich euch, was muss man denn als Sportler tun, wenn man einen Wettkampf beginnt? Was muss man vorher tun, um sich zu wärmen? Man muss machen eine... Das ist richtig. Also, jetzt können wir anfangen und viel Spaß beim Medizin nach Noten. Ja, die Musik, die geht schon mal richtig los und wir beginnen mit Laufen am Ort. Dabei ein freundliches Gesicht, denn wir wollen ja deutlich zeigen, dass wir Spaß haben. Ja, und zeigen nach rechts. Nach rechts und laufen. Rechts und links im Wechsel. Und dabei zeigen wir einfach mal in die Richtung. Und wieder laufen auf der Stelle. Richtig kräftig laufen. Jetzt seid ihr bei der 10.000 Meter Marke. Und wir winken den Fans zu. Jawohl, hoch die Arme. Und der bekannte Hampelmann. Wer kann den schönsten Hampelmann? Weite Grätsche und über dem Kopf klatschen dann. 1, 2, 3. Na, das sieht aber richtig gut aus. Und wir laufen wieder. Das ist das entspannende Laufen. Aber nicht nur gehen, sondern richtig abheben beim Laufen. Mit den Ellbogen nach hinten richtig arbeiten. So macht ihr das. Und so wie die Kinder das hier im Bild machen, macht ihr das zu Hause. Und im Wechsel, Kniehebelauf. Und wenn es ganz schwer wird, linker Arm zum rechten Knie und rechtes Knie zum linken Arm. Locker jetzt, ganz locker. Ja, da braucht ihr ganz schön Kondition. Den Oberkörper ganz locker schwanken. Und jetzt fersen wir an. Ja, anfersen. Ja, bis an den Po ran. Die Ferse bis zum Po. Ja, da können wir im Theater auftreten als Ballett. So schön macht ihr das. Ich sehe das ganz genau. Die nächste Übung ist der sogenannte Bergsteiger. Wir steigen nach oben. Obwohl es jetzt schon ganz schön schwierig wird, aber denkt daran, unsere Muskeln freuen sich, die sind nämlich dann warm, dann könnt ihr tolle Leistungen bringen, wenn ihr eure Sportart macht. Jetzt gibt's den Laufwettbewerb wieder. Laufen, laufen, laufen. Und jetzt kommen wir zum Seitstepp.
Ihr seht, das ist ganz einfach zu Hause nachzuvollziehen. Das könnt ihr dann immer vor eurem nächsten Wettkampf machen. Ob ihr Leichtathleten seid, Turner oder Schwimmer. Gymnastik ist so wichtig. Nochmal den Endspurt. Alles läuft und nochmal linkes Knie zum rechten Ellbogen und umgekehrt. Oh ja, da kommen die ersten Schweißperlen auf der Stirn. Sehe ich dich dort. Ja, du bist ganz schön warm geworden. Man sagt ja auch Gymnastik. Ich glaube, das ist schon fast der Endspurt. Ja? Also nochmal kleinen Spurt einlegen. Jawohl. Und nochmal drehen zum Schluss. Den Kreis drehen. Oh ja. Dankeschön. Jetzt könnt ihr zu Hause euch selbst Pfeifer klatschen und die Zwergenlandkinder machen das auch. So, da haben wir natürlich eine ganz tolle Erwärmungsgymnastik gemacht. Und jetzt können bei der nächsten Übung die Eltern mitmachen, denn wir machen Yoga. Und die Kita-Erzieherinnen und Erzieher können das jetzt auch mitmachen. Entspannung mit Yoga. Die erste Übung heißt der Mond. Weit über die Hüfte, dabei tief ein- und ausatmen, halten. Zur anderen Seite. Ah, ein wunderschön gestalteter Mond. Die Arme macht ihr ganz lang dann nach zum Ende hin. So. Und wir kommen zur nächsten. Das ist der Baum. Und der Baum hat ganz kräftige Wurzeln. Und deshalb steht er kerzengerade. Wir strecken den Oberkörper, die Hände zusammen. Und nach oben und wir wechseln den Baum. Da muss ja auch die andere Seite belastet werden. Ja, damit trainieren wir auch unser Gleichgewicht, dass wir nie ins Stolpern kommen. Da ist er aufgegangen, der Mond jetzt. Und wir bereiten uns auf Camping vor. Jetzt kommt unser Zelt. Wir bauen ein Zelt. Grätschen und dabei die Knie gestreckt lassen. Versucht das mal. Durchdrücken die Knie. Ja, und nach oben zum Himmel schauen. Da sind gerade über unserem Campingplatz wundervolle Sterne. Also den Kopf nach oben hinten, ganz weit. Jawohl, dann seht ihr die Sterne alle. Also meine Kinder vom Zwergenland machen das großartig, ihr zu Hause sicher auch. Wir kommen zum Stuhl. Wir tun einfach so, als ob wir uns auf einen Stuhl setzen und halten das Gleichgewicht, indem wir die Hände und Arme nach oben haben. Ja, sitzen, ihr merkt, das zieht natürlich ein bisschen in den Oberschenkelmuskeln. So ein Stuhl, den können wir gleich nochmal wiederholen. Ja, zweimal hinsetzen, Arme nach vorne und nach hinten führen. Prima gemacht. Und jetzt kommt was ganz Lustiges, die Maus, wie die wohl aussehen wird. Die Ausgangsstellung ist wieder die Grätstellung und dann weites nach vorne beugen, schafft ihr sogar mit dem Kopf an die Knie, die Stirn ans Knie. Aber durchdrücken die Beine, das wäre ja einfach so, die Beine müssen gestreckt sein. Das muss so richtig im hinteren Teil am Po muss das zwicken. Das war unsere Maus. Jetzt kommen wir zu einer schönen, lustigen Übung. Wir machen eine Wippe. Wir gehen in die Rücklage. Die Beine umfassen die Unterschenkel. Die Beine zusammen und jetzt wird gewippt. Das hätte ich gar nicht sagen brauchen. Und Barnecke macht das natürlich großartig. Also Barnecke ist der Superwipper. Und nochmal richtig weit nach hinten und vorne. Bis in den Nacken, aber keine Rolle rückwärts. Ja, habt ihr toll gemacht. Da könnte man den ganzen Tag wippen. Das ist eine einfache Übung. Wir kommen jetzt zur Zange. Wir können gleich sitzen bleiben. Und wie wird eine Zange wohl aussehen? Natürlich die Arme gestreckt nach oben. Und jetzt den, ihr habt ja gar keinen Bauch, weiß ich ja, aber trotzdem den Oberkörper ablegen. Auf den Füßen, auf den Beinen, auf den Oberschenkel und Unterschenkel. Ganz lang und halten und dabei schön in den Bauch reinatmen.
Jawohl, so ist das richtig. Ganz quält euch mal ganz weit nach vorne. Jawohl, das war unsere Zange. Jetzt kommt eine Übung, die machen alle Kinder gern. Das ist die Kerze. Und da bleiben wir natürlich gleich in der Liegestellung. Wir setzen uns also hin. Rollen uns bis zu den Schultern nach oben und strecken die Beine. Das muss eine Linie sein, vom Kopf bis zu den Zehenspitzen eine Linie. Ja, das purzelt sich ganz schön so da hinten. Aber da, wenn man das des Öfteren übt zu Hause, dann kann man das schon. Man muss sich natürlich an eine Unterlage machen, auf dem Teppich oder eine Gymnastikmatte. Jetzt werden wir den Hund probieren. Mal schauen, ich bin gespannt, wie der Hund aussieht. Der Hund ist auch einer der leichtesten Übungen. Aha, sogar der Warnecke. Warnecke liebt ja Hunde. Weiß ich nicht, ob ein Fuchs seinen Hund liebt. Und zum Abschluss noch einmal den Hund. Und zum Abschluss setzen wir uns noch einmal auf die Knie und reißen mit den Armen und klatschen. Jawohl, super, super Beifall. Die Zwergenland Kinder klatschen für die Kinder im ganzen Land. Und das war's. Das war unsere Yoga-Übung. Auch für die Yoga-Übung muss man sich vorher tüchtig erwärmen. Ja, liebe Freunde zu Hause, inzwischen sind ja auch die Eltern dazugekommen. Prima, Dankeschön, Mutti und Vati. Jetzt machen wir eine kleine Denkaufgabe für unsere Zuschauer zu Hause. Sozusagen, dass es mal ganz locker wird. Wir werden jetzt Pantomime machen. Das heißt, wir stellen euch Sportarten dar und die müsst ihr erraten zu Hause. Und ganz laut rufen, wenn ihr es wisst, dass sie die Nachbarn hören. Also los geht's mit der ersten Sportart. Na, das habt ihr ja bestimmt schon erraten. Ne? Das war ja einfach. Dankeschön, liebe Zwergenlandkinder. Die zweite. Ich verrate euch mal zu Hause. Das wird mit einem Netz gespielt. Ja, dankeschön. Die dritte Sportart ist. Ja, mal richtig schmettern. Habt ihr sicher auch erkannt. Ist ja piepe einfach. Zwei Sportarten habe ich noch. Die nächste Sportart ist. Ja. Das ist ja fast Weltrekord. Oh, aufpassen, ihr seid gerade am Tisch vorbeigesprungen. Und die letzte Sportart ist auch eine ganz schwierige. Ganz spannend, ganz weit und dann ziehen und tsching. So, habt ihr es erraten? Prima, war ja auch einfach. Wir stellen euch jetzt gleich die nächste sportliche Aufgabe. Melden uns sofort wieder. Ich glaube schon, dass ihr die Sportarten erkannt habt, die wir euch gestellt haben, die Aufgaben. Das wäre vielleicht noch mal was für eure nächste Geburtstagsparty, wo ihr Sportarten erraten spielen könnt. Nun gibt es was ganz Spezielles. Es gibt eine Hausaufgabe. Bevor wir die stellen, muss ich aber einem unserer Mitglieder ein Riesenkompliment machen. Das ist unser lieber Barnecke. Der hat so toll mitgemacht und heute sind es übers Walde über 30 Grad. Barnecke, die Kinder können jetzt nicht klatschen. Denke dir symbolisch den Applaus für dich. Toll gemacht. So, Yvonne, oh, das klappt doch mit dem Klatschen. Oh, Yvonne hat sich jetzt schon mal unsere Hausaufgabe vorbereitet. Die Kinder sind bereit. Es geht los. Wir gehen einfach mal in eine entspannende Stellung auf den Bauch und stützen die Hände auf. Wir sind nämlich bereit, Liegestütze in verschiedenen Variationen zu machen. Die Beine anwinkeln, damit die Bauch- und Rückenmuskeln auch was davon haben. Und los geht's, die erste Aufgabe, ein Liegestütz und jetzt halten. Halten, denkt daran, dass die Beine auch angewinkelt werden hinten. Halten, den Bauch nicht ablegen, sondern abheben. Also fast so wie ein Liegestütz. Das geht auch in die Bauchmuskeln. Jetzt legen wir uns alle auf den rechten Unterarm. Auf den rechten Unterarm.
Und den linken Arm führen wir auch den nach gestreckt nach oben. Genau. Und schauen jetzt in Richtung vorwärts. Und wieder halten. Das ist wichtig, weil der Muskel auch hier wieder gedehnt wird. Das ist also Liegestütze in verschiedensten Variationen. Wieder zurück. Die nächste Übung. Ganz normal in den Liegestütz gehen. Ein bisschen halten. Und wir wippen dazu ein bisschen hin mit den Füßen. Ja, uns einwippen. Und halten und halten. So, jetzt auf die Unterarme. Jetzt sind wir wieder auf den Unterarm, stützen uns im Ellenbogen ab. Ihr habt es gleich geschafft, so können wir ein bisschen schockeln, jawohl. Und jetzt nach links und rechts den Körper, während wir den Kopf auf den Unterarmen haben. In der Hüfte links und rechts und links und rechts. Aber nicht mit dem ganzen Körper, der Oberkörper bleibt, nur die Hüfte geht. Und jetzt ganz auf den rechten Ellenbogen und den linken Arm nach oben strecken. Nur auf dem rechten Ellenbogen. Und versucht den Körper abzuheben, ein paar Zentimeter vom Boden. Ganz strecken und abheben vom Boden. Das ist die schwierigste Übung. Das machen wir natürlich auch mit der anderen Seite jetzt so. Denkt daran, zwischen dem Körper und dem Boden muss eine Lücke sein. Ja, und jetzt sogar noch locker und lässig winken. Ist ja so piepe einfach. Schön. Das waren also unsere Übungen per Liegestütz. Habt ihr ganz toll gemacht. Und nach einer ganz kurzen Verschnaufpause machen wir dann unser Finale. Und zwar ist unser Barnecke nicht nur ein begeisterter Sportler. Jetzt hat er den Applaus, jetzt kann er den nochmal richtig mitbekommen. Toll. Sondern er ist eigentlich auch ein Superstar. Und auf welchem Gebiet, das erklären wir gleich. Ich hoffe, dass sich alle Teilnehmer gut erholt haben. Die Kinder, die Eltern und die Kita-Erzieherinnen in den Schulen, in den Kindergärten und auch zu Hause. Denn unsere Hausaufgabe ist ja keine leichte. Also immer daran denken, üben, üben, üben. Und ich habe euch ja versprochen, dass wir noch einmal unser Hauptaugenmerk auf unseren Barnecke richten wollen. Barnecke ist nämlich nicht nur ein Sportfuchs, sondern eigentlich auch ein Superstar. Der kann alles. Der kann rennen, der kann springen, der kann tauchen, der kann schwimmen sogar, genau. Er kann alles, aber, was viele noch nicht wissen, der kann sogar tanzen. Ich habe vor etwas längerer Zeit für ihn einen Titel komponiert, der heißt Barnecke, unser Sportfuchs. Und daraus ist eben der wunderbare Barnecke Tanz geworden. Und vielleicht könnt ihr ihn mittanzen. Beim ersten Mal hat es ja schon gut ausgesehen, beziehungsweise es wird gut aussehen. Und dann könnt ihr ihn überall, wo ihr seid, beim Geburtstag oder wo auch immer tanzen. Also jetzt geht's los. Wir üben den Barnecke-Tanz. Musik ab! Einfach mal schön den Takt aufnehmen, nach rechts und nach links. Jetzt Tor! Ah, da muss man schon die Stirn abmischen. Hose! Und jetzt den Pokal nachmachen. Barnecke ist unser Held, ein Sport, das superkuell. Jawohl, demnächst tanzen Tausende diesen Tanz. Ein schlauer Fuchs hast längst erkannt, dass Sport macht Spaß, hält fit. Das wissen wir nicht erst seit heute. Viele der heutigen Übungen sind in diesem Tanz wiederzuerkennen. So, jetzt lasse ich euch mal genießen. Ich rede mal nicht rein. Wir hören uns und tanzen. Sag dir dein innerer Schweinehund, ich hab heute keine Lust. Lauf du ihm einfach schnell davon, lauf weg auch deinen Frust. Lauf du ihm einfach schnell davon, lauf weg auch deinen Frust. Jetzt können wir schon mitsingen. Bist unser Held, ein Sport. Super cool. In Barnim
kennt dich jedes Kind, reißt jeder Mann vom Stuhl. Ein schlauer Fuchs hat längst erkannt, dass Sport macht Spaß, hält fit. Ihr seht, es kommen viele, viele Übungen, die wir heute bereits betont haben, mit rein in den Tanz. Ja, wieder das Klatschen. Also ich habe das Gefühl, ihr da zu Hause, ihr könnt das bestimmt auch. Wir sehen, wenn du weitermachst, bist du gut drauf, total. Und Barnicke gibt noch einen Tipp, such dir einen Sportverein. Triffst Freunde dort mit gleichem Ziel, wirst auch bald Meister sein. Triffst Freunde dort mit gleichem Ziel, wirst auch bald Meister sein. Und Achtung, es kommt das Finale. Die Siegespose. Im Barnim kennt dich jedes Kind, reißt jeder Mann vom Stuhl. Ein schlauer Fuchs hast längst erkannt, der Sport macht Spaß, hält fit. Du lädst uns alle freundlich ein, wir machen. Alle zusammen noch den Beifall für euch zu Hause und für die Zwergenlandkinder. Kommt, macht jetzt alle mit. Kommt, macht jetzt alle mit. Also ich muss schon sagen, das war großartig. Das war große Klasse. Dieser Tanz, Barnicke, den haben die Kinder von Zwergenland eingeübt, um ihn heute gemeinsam mit euch zu üben. Ich darf einfach applaudieren. Das war klasse. Euch auch. Denn ich habe ja ganz genau gesehen auf meinem Computer, dass ihr zu Hause schon prima mitgemacht habt. Und besonders die Kitas, die haben das sehr schön geübt. Und ich denke, wenn wir das noch ein bis zweimal machen, dann können wir das alle. Ein schöner Tanz, stimmt's? Barnicke ist unser Held. Ich denke, es hat uns allen Spaß gemacht, zumindest den Kindern der Kita Zwergenland. Stimmt's, meine lieben Freunde? War doch klasse. Und euch zu Hause sicher auch. Es war eine sehr unterhaltsame sportliche Übung. Und ihr habt vieles vielleicht sogar neu gelernt. Und vor allen Dingen habt ihr jetzt den Barnicke-Tanz. Und ihr braucht nicht unbedingt immer nach den anderen Hits zu tanzen. Ab jetzt ist der Barnicke-Tanz der absolute Hit. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben. Bedanke mich vorab beim Kreissportbund, dass wir diese schöne Show gemeinsam präsentieren konnten. Bedanke mich bei den Zwergenlandkindern. Bedanke mich mit einem Hurra bei Barnicke. Und natürlich auch mit einer Verbeugung vor unserer sportlichen Leiterin Yvonne Schemel, die das hier hervorragend mit den Kindern einstudiert und gemeinsam geprobt hat. Hoffentlich bleibt eine ganze Menge hängen. Sagt's weiter, spielt's euch das eine Mal oder andere Mal immer wieder vor, auf das ihr ganz viel Spaß habt. Danke sagt auch Karl-Heinz Rendorf, der Sportentertainer aus dem Barnim. Und nun gibt's hier die Abschlussmelodie und noch ein paar schöne Bilder drauf. Also, Medizin nach Noten, Musik ab! Medizin nach Noten, ja so heißt die tolle Show. Medizin nach Noten macht uns stark und macht uns froh. Turnen, spielen, tanzen, jeder grad so wie er's kann. Ist Medizin, die uns fit macht, wir haben Spaß daran. Die Medizin, die gefällt uns, drum fangen wir gleich an.